Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Flaschenwärmer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Flaschenwärmer-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Beura B52 Barbecue Coast. Von den Beura Säuglingsnahrungswärmer ist zu den effektivsten Anbietern auf Amazon und wird auch dort gut bewertet. Der Wärmer ist ein starkes Produkt, das mit Funktionen wie einer automatisierten Abschaltung sowie einem Temperaturspiegel beeindruckt. Nichtsdestotrotz sorgt der etwas komplizierte digitale Bildschirm für mehr, als das Gadget tatsächlich tun kann. Mit dem Beura können Sie einfach die Aufwärmzeit einstellen. Wenn die Milch gemütlich genug ist, bevor die festgelegte Zeit abgelaufen ist, geht die Zeit weiter. Der Beura Barbie-Nahrungswärme schaltet sich einfach aus, wenn dieser tatsächlich abgelaufen ist. So dauert es ein paar Versuche, bevor Sie die richtige Trainingszeit für Ihre Menge Milch wissen, um auf 37 Grad zu bekommen. Um Zug auf Nummer 4, haben wir die WMF Lono Barbecue Coast. Der Behälterwärmer von WMF Lono sieht außergewöhnlich schick aus und sieht im Bereich der Entwicklerküche hervorragend aus. Das Verfahren ist instinktiv. Verschiedene Wärmegrade werden angeboten, ein Auftauen und Aufwärmen, Heizstände zu Hause für kleine und auch größere Flaschen und auch eine für Säuglingsnahrung. Auf höchstem Niveau bietet das Gerät danach volle Leistung. In regelmäßigen Abständen für größere Milchbehälter benötigt der WMF Flaschenwärme 8 Minuten, damit die Flüssigkeit bis zu 37 Stufen erhitzt. Das Wasserbad hat eine eher geringe Kapazität. Der Flaschenwärmer ist auch viel wenig für die großen Säuglingsfutterbehälter, die etwa 1 Jahr alt Kinder benötigen. Auf Platz 3 haben wir die Nuk-Thermo Express. Wenn Ihre einzige Sorge ist, Kindernahrung so schnell wie möglich zu wärmen, danach ist es Nuk-Thermo Express Rit für Sie. Das Werkzeug erhitzt Kindernahrung mit Dampf in 90 Sekunden, das versichert der Hersteller. Unser Test bestätigt, nach unglaublichen 1,30 Sekunden hatte die Flüssigkeit in der Flasche tatsächlich die 37 Grad Marke geknackt. Betonte Mütter und Väter eines besonders hungernden Babys werden damit sicherlich zufrieden sein. Aber die Geschwindigkeit hat ihren Preis. Der Nuk-Thermo Express schaltet sich einfach aus, wenn das geladene Wasser vollständig verdampft ist. Sie müssen die Menge des Wassers in wirklich genau annähern, sonst wird die Milch schnell auch warm zu bekommen. Um Zug auf Nummer 2, haben wir die Nuk-Thermo 3-in-1. Von der Nuk 3-in-1 unterscheidet sie sich in Bezug auf die Leistung selten von unserem Prüfungssieger von Philips. Es gibt verschiedene Temperaturstufen zum Auftauen, Warmhalten sowie Erhitzen verschiedener Mengen an Barbie-Nahrung. Der Nuk 3-in-1 benötigt 2 Minuten viel länger, um 150 ml Flüssigkeit zu erhitzen, speziell 36 Minuten. Der Nuk 3-in-1 schaltet sich sofort so schnell aus, wie die Säuglingsnahrung das Körpertemperaturniveau erreicht haben muss. Und auch zweifelsohne, die Temperatur in der Flasche ist 37 Ebenen. Diese Zuverlässigkeit haben wir bei jedem anderen Gadget im Konzern erwärmt ist vermisst. Die Handhabung und auch der Bau des Nuk 3-in-1 sind stattdessen einfach. Das Gadget ist ein wenig leichter und passt in die Windeltasche, wenn Sie draußen und in der Umgebung sind. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Philips Aventis CF355. Philips Aventis CF355-00 von der Barbie-Nahrung erwärmt sich im Gegensatz dazu praktisch am schnellsten. Nur der Nuk-Thermo Express ist in unserem Konzern erwärmt ist schneller. Im Gegensatz zum Nuk hat der Barbie-Nahrungswärmer von Philips Avent noch mehr Eigenschaften und auch eine deutlich bessere Verarbeitung. Mit dem Avent können Sie Barbie-Nahrung auftauen oder es bei niedrigsten Temperaturen gemütlich halten. Es gibt zusätzliche Ebenen für die Heizung, kleine sowie große Flaschen sowie Barbie-Nahrung. Mit 150 ml Flüssigkeit auf Raumtemperaturniveau benötigte der Philips Avent 430 Minuten, um die Zieltemperatur von 37 Grad zu erreichen. Negativer Aspekt bei diesem Gerät: der Philips wechselt nicht sofort nach dem Erreichen des Temperaturniveaus aus. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen.